Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Am 16. August 2021 fand ein super stark besetztes Blitzturnier in Moskau statt, zu Ehren des 2010 verstorbenen Ex-Weltmeisters Wassily Smyslov. Smyslov war Weltmeister zwischen 1957 und 1958. Er war der siebte Weltmeister der Schachgeschichte. Und bei diesem Turnier nahm auch Anatoly Karpov teil. Karpov ist ja auch selbst Weltmeister gewesen zwischen 1975 und 1985, der zwölfte Weltmeister der Schachgeschichte und sehr bekannt natürlich in der auch außerhalb der Schachszene, weil er gegen Garry Kasparov damals sich extrem spannende Duelle lieferte. Und das Interessante ist, Karpov ist inzwischen 70 Jahre alt. Und bei diesem Turnier nahmen 22 Großmeister teil und eine Großmeisterin. Super stark besetzt. Es gewann Jan Nepomniachtchi, der kommende WM-Finalist gegen Magnus Carlsen. Und Karpov schlug sich wirklich beachtlich für einen 70-Jährigen. Er holte 7,5 Punkte aus 14 Partien, also über 50%. Und im folgenden Video möchte ich euch eine schöne Partie zeigen gegen Maxim Matlakov. Matlakov selbst, super Großmeister, war schon weit über 2,7 mit seiner Elo-Zahl, ist jetzt die Nummer 50 der Weltrangliste im klassischen Schach. Also absolut hier kein Fallobst, ne? Und Karpov, 70 Jahre alt. Wollen wir mal schauen, was er hier gebracht hat in der Partie. Es geht los mit E4. Matlakov ist weiß. E5, Springer F3, Springer C6. Läufer B5, die spanische Partie. A6, der Hauptzug. Läufer A4, der geht zurück, der Läufer. Springer F6, Entwicklung, greift den Bauern an. Man kann den decken, muss man aber nicht. Die Hauptvariante geht weiter mit Rochade. Es geht hier weiter mit Läufer E7. Turm E1, B5, Läufer B3, D6, alles normale Züge hier. Der Hauptzug lautet hier C3, womit man D4 vorbereiten möchte. Aber Matlakov wählt hier A4. Wird auch häufig gespielt, ist logisch, droht A schlägt B5 und Schwarz muss die Drohung abwehren, entwickelt den Läufer. Kurz zur Bedenkzeit, ich hatte schon am Anfang gesagt, Blitzturnier. Gespielt wurden Partien mit einer Bedenkzeit von 3 plus 2. 3 Minuten plus 2 Sekunden Zeitgutschrift pro ausgeführten Zug. Das ist übrigens die offizielle Bedenkzeit bei vielen Turnieren, bei einer Weltmeisterschaft etc. 3 plus 2. Immer mit Zeitgutschrift. Es geht hier weiter mit D3. Springer A5. Springer A5 attackiert den weißfeldigen Läufer. Weiß sollte diesen weißfeldigen Läufer nicht ohne weiteres abgeben und geht zurück. Läufer A2. C5. Ganz typisch, Schwarz breitet sich aus in der spanischen Partie, in diesem geschlossenen System. Ganz typische Vorgehensweise. Und natürlich Karpov ist ein großer Experte der spanischen Partie. Er hat das mit Weiß und Schwarz sehr viel gespielt, auch in den Kämpfen gegen Garry Kasparov. Und davon zehrt er natürlich noch. Ne? Sein Wissen ist halt wirklich groß, was diese Strukturen betrifft. Springer BD2, kurze Rochade. Springer F1, typische Umgruppierung des Springers nach G3. Läufer C8. Sieht seltsam aus, den Läufer wieder zurückzuführen, aber dieses Manöver ist bekannt. Die Idee ist, den Läufer auf A2 zu neutralisieren. Häufig spielt man einfach Läufer E6 und tauscht den ab. Hier kommt aber C3 und jetzt sehr stark. Läufer E6 kann man spielen, muss man aber nicht. Noch stärker C4 von Karpov. Warum ist dieser Zug so stark? Weil es den Läufer auf A2 aussperrt. Es geht weiter mit Läufer G5. Läufer E6. Springer E3, Dame C7, alles normale Züge und jetzt Springer H4. Weiß möchte mit einem Springer nach F5, das ist ganz typisch für diese Strukturen, italienisch-spanisch. Weiß möchte einen Springer nach F5 stellen, wo er natürlich in der Nähe des schwarzen Königs ist. Jetzt hatte Karpov die Wahl, ob er G6 oder H6 spielt. G6 verhindert Springer F5, aber H6 befragt den Läufer. Er entscheidet sich für H6. Damit muss Weiß den Läufer tauschen auf F6. Der hat kein Rückzugsfeld. Läufer schlicht F6, Läufer schlicht F6. Springer F5, Springer H5. Jetzt kommt ein Springer nach F5. Ja. Was macht man hier mit den Springer? Die stehen natürlich ordentlich. Erstmal nix. Schwarz spielt Läufer G5. Kennt man? Der Läufer steht schlecht hier auf F6. Deswegen wird er nach G5 umgruppiert, um eventuell auf E3 den Springer zu tauschen. A schlägt B5, A schlägt B5, D schlägt C4. Jetzt starker Zug von Schwarz,
Läufer schlägt E3 erstmal. Erstmal den schlechten Läufer loswerden gegen den Springer. Turm schlägt E3. D schlägt C4. Ja, Problem für Weiß, er kann nicht auf D6 nehmen, Springer D6 wegen Turm D8, wegen der Fesselung. Aber auch nicht mit der Dame, wegen Dame D6, Springer D6, Springer B3. Angriff auf den Turm und der Läufer ist gefesselt. Sehr, sehr schöne Taktik hier von Karpov, die er gesehen hat. Gehen wir zurück. Weiß spielte Turm G3, greift G7 an. Der Springer auf F5 ist zu stark, den müssen wir tauschen. Karpov nimmt den raus. Läufer F5, E schlicht F5. Jetzt stabilisiert er seine Bauernstruktur mit F6. Schwächt aber die weißen Felder. Enorm. Ging aber nicht anders in dem Fall. Bis hierhin war die Partie wirklich sehr hochklassig. Es gibt eigentlich nichts zu beanstanden von der Blitzpartie, auch insbesondere von der Blitzpartie nicht. Jetzt kommen aber einige Fehler. Logischerweise im Blitzen völlig normal. Hier hätte Weiß B4 spielen sollen, den Springer angreifen, was den Läufer so ein bisschen befreit, ne? Weil Schwarz kann mit dem Springer nicht zurück so richtig. Springer B3 ist der beste Zug. Läufer B3. Turm schlägt A1. Läufer schlägt C4 Schach. Dame schlägt C4. Dame A1. Und hier Turm C8. Turm C8. Schwarz hat aber schönes Gegenspiel hier, ne? Seine Figuren sind aktiver und im Zentrum kann er die Bauern vorschieben. Statt B4 spielte Matlakov Läufer B1. Er möchte den Läufer über E4 umgruppieren. Das hätte Schwarz verhindern können mit Dame B7. Dame schlägt D6, geht nicht wegen Dame schlägt B2. Und hier steht Schwarz besser, denn er kann D5 mit D5 fortsetzen und dann seinen Bauern im Zentrum vorschieben. Stattdessen spielte Karpov König A8, stellt den König in die Ecke auf ein schwarzes Feld. Läufer E4, Turm AB8, Dame E2, Turm B5, möchte D5 spielen. Und hier, sehr logisch, hätte Weiß Turm D1 spielen sollen. Um D5 zu verhindern. Die Stellung ist ungefähr ausgeglichen. Stattdessen spielte Matlakov H3. Macht ein Luftloch, aber das ist Luxus. Das kann er sich hier nicht leisten. D5 wäre jetzt sehr stark gewesen, aber Karpov spielte Turm FB8. Auch hier, jetzt ist es aber kompliziert. Turm D1 der beste Zug, um D5 zu verhindern, aber Turm B2, Dame H5 ist schwierig zu berechnen. Hier zeigt die Engine dann, dass Weiß noch genug Gegenspiel hat am Königsflügel gegen den schwarzen König. Stattdessen, nach Turm FB8 spielte Matlakov Dame H5, geht sofort rüber. Jetzt kommt aber D5, greift den Läufer an. Läufer F3, E4. Läufer D1 zurück. Der Läufer steht passiv und Schwarz hat hier ein super Zentrum halt mit den Bauern, die so weit vorne stehen halt, ne? Außerdem, Turm schlägt B2. Der Bauer hängt jetzt. Es wird aber nochmal spannend. Und hier sieht man auch, wie ressourcenreich solche starken Großmeister spielen. Unter Zeitnot, Blitzpartie, Schwarz steht besser auf Gewinn, aber Weiß entkorkt hier Turm schlägt A5, Dame schlägt A5 und jetzt Turm schlägt G7, opfert irgendwie beide Türme. Weiß muss den Turm nehmen, König G7, jetzt kommt aber Dame G6 Schach, der schwarze König wird gejagt. König F8, Dame schlägt F6, König E8. Dame E6, Schach, König D8, Schwarz möchte weglaufen. F6, letzte Patrone hier von Matlakov, der Bauer soll durchlaufen, oder Dame F7, E7, Schach halt auch. Ne? Ein einfacher Gewinnzug hier ist Dame C5. A, es droht hier matt und die ganzen Felder werden gedeckt. Hier, die ganzen Schachfelder und der König kann über C7 weglaufen. Das ist ja einfach gewonnen für Schwarz. Aber in Zeitnot spielte Karpov Dame C7. Und hier möchte ich euch bitten, nachzudenken, wie gewinnt hier Weiß? Hier könnte Weiß gewinnen. Wie gewinnt hier Weiß? Er gewinnt mit Dame G8 Schach, König D7. So kam es auch. Aber jetzt, welchen Zug müsst ihr hier ausführen? Läufer A4 Schach gewinnt hier plötzlich. Aus dem Nichts. Wir schauen uns mal die verschiedenen Königszüge an. König D6 kommt Dame G3 Schach. Und Weiß gewinnt hier die Dame. Deswegen muss Schwarz einen Turm dazwischen stellen, zum Beispiel der hier, Turm 2 B5. Aber dann kommt Dame D5 Schach. Und Weiß gewinnt jetzt hier den Turm. Dame D6, Läufer schlägt B5 Schach, König C7, Dame schlägt C4 Schach. Und weiter müssen wir nicht gucken. Hier hat Weiß Läufer und drei Bauern für den Turm.
Das ist schon Materialvorteil und der schwarze König, es steht halt super schlecht. Aber Matlakov war in Zeitnot, hat es nicht gesehen, spielte Dame schlicht D5 Schach. Dame D6 und jetzt gewinnt Schwarz. Es ging weiter mit Läufer G4 Schach, König C7, Dame schlicht C4 Schach, König B6 und der schwarze König steht jetzt sicher. Auf dem Damenflügel, es gibt ja auch keine Schachs mehr. Es droht Turm B1 Matt. Beziehungsweise Gewinn der Dame. Deswegen G3. Aber Dame schlicht F6. Und auch hier, es droht Matt. Und es gibt hier keine Schachs. Die Dame deckt dieses Feld. Der Turm dieses. Ja. Weiß könnte die Damen tauschen, aber er hat ja Turm, zwei, anderthalb Türme weniger. Turm und Qualität. Er spielte noch Dame F1, aber nach Turm F8 gab Matlakov diese sehr spannende Blitzpartie auf. Ja. Und ein schöner Sieg für Anatoli Karpow, der wie gesagt bei diesem Blitzturnier, man muss sagen, wie gesagt, für sein Alter, 70 Jahre, super mitgehalten hat. Gegen Nepomniachtchi und Grischuk hat er nicht gespielt. Er hat aber noch gegen Sergej Kajakin gespielt und tatsächlich auch gewonnen, die eine Partie. Die andere ging Remis aus, die eine hat Remis und die andere gewonnen gegen Sergej Kajakin, der ja auch 2016 im Finale der WM stand. Also Anatoli Karpow, geistig noch gut im Schuss, ne? Im Gegensatz so ein bisschen zu Garri Kasparow, ne, der sich bei den letzten Turnieren schwer getan hat, gegen die Top-Leute, wo er mal mitgespielt hat, ne, bei so einem Rapid-Turnier oder Blitz-Turnier, ich weiß nicht mehr, wo war das nochmal genau, wo er total unter die Räder kam. Gut, super Leistung. Ich hoffe, die kleine Partie hat euch gefallen. Kleine Erinnerung natürlich an an den Weltmeister, den 12. Weltmeister der Schachgeschichte. Schön, dass er ab und zu nochmal am Brett sitzt und die Figuren zieht. Checkt auch noch meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Dort lade ich auch jeden Tag Videos hoch. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und auch die Inhalte prüft. Vielen Dank fürs Zuschauen.